Hallo bei Wuselgusel. James Cook, Vasco da Gama oder Marco Polo. Noch nie gehört? Kein Problem. Das ändern wir jetzt. Diese Menschen haben neue Handelswege oder Länder entdeckt. Denn heute geht's bei uns um Entdecker. Sag mal, Wusel, wer ist denn dein Lieblingsentdecker? Na, ich selbst natürlich. Ich habe den Fernentdecker 3001 gebaut. Mit dem kann man Clowns entdecken. Clowns? Ja. Du weißt schon, dass ich ein bisschen Angst vor Clowns hab. Ja, umso toller für dich, wenn du sie jetzt schon von Weitem entdecken kannst. Glaubst du wirklich, hier könnte irgendwo ein Clown sein? Naja, ich weiß nicht. Guck doch mal nach. Nee. Kein Clown zu sehen. Nein. Nix. Was gibt's denn da zu lachen, Wusel? Ach, nichts. Ich hab nur gerade meinen Lieblingsclown entdeckt. Hä? Der wohl berühmteste Entdecker ist Christoph Kolumbus, der 1492 nach Amerika gesegelt ist, obwohl er eigentlich nach Indien wollte. Der erste Europäer auf dem amerikanischen Kontinent war Kolumbus aber nicht. Dazu kommen wir noch. Ja, und das hier ist das Tagebuch von Christoph Wuslumbus, meinem Wusel, ein Vorfahre von dir. Ja, genau. Der berühmteste Wusel aller Zeiten. Denn er ist der Entdecker des geheimnisvollen Wuslantis. Also, ich habe bisher nur von Atlantis gehört. Das ist eine sagenumwobene Insel, die vor über 11.000 Jahren im Meer versunken sein soll. Inzwischen sind sich Forscher aber ziemlich sicher, dass es Atlantis nie gegeben hat. Wuslantis aber schon. Sonst hätte ja mein Also dein Vorfahre Wuslumbus? Der Vorfahre ja nichts davon erzählen können. Im Märchen kann ich dir auch erzählen. Wo liegt denn dieses Wuslantis? Christoph Wuslumbus hätte das natürlich einfach aufschreiben können, aber dann wäre es ja kein Geheimnis mehr. Muss es denn jedes Mal ein Geheimnis sein? Bini, erinnerst du dich, wie ich dich letztens beim Nasepopeln fotografiert habe? Das soll doch niemand zu sehen bekommen. Siehst du, manche Dinge sollen ein Geheimnis bleiben. Dann kann Wuslantis auch ein Geheimnis bleiben. Nein, es macht nämlich Spaß, Geheimnisse aufzudecken. Wusel! Au! Mein Fuß! Entschuldigung. Koffer gepackt, heute geht's auf Entdeckungsreise. Wohin? Das ist egal. Denn neue Orte und Wege finden, das ist immer ein echtes Abenteuer. Anders als heute waren vor gut 500 Jahren weite Teile unserer Erde noch unerforscht. Zum Beispiel wusste damals kein Europäer, ob und wie man mit dem Schiff nach Indien gelangen konnte. Europäische Händler, die dort Gewürze, Seide und Gold kaufen wollten, mussten den Landweg Richtung Osten einschlagen. Doch der war nicht nur sehr weit, sondern auch gefährlich. Um einen Seeweg nach Indien zu finden, stach Christoph Kolumbus am 3. August 1492 in See. Er segelte in die entgegengesetzte Richtung, nach Westen. Er glaubte, dass die Erde eine Kugel ist. Und deshalb war er überzeugt, auch auf diese Weise nach Indien gelangen zu können. Nach vielen Wochen auf hoher See, endlich Land in Sicht. Tierra! 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 Am 12. Oktober 1492 erreichte Kolumbus allerdings nicht Indien. Weit davor liegt nämlich ein riesiger Kontinent, den in Europa damals noch niemand kannte. Heute nennen wir ihn Amerika. Kolumbus ging auf einer Insel der Bahamas an Land, ein kleines Stück vor der mittelamerikanischen Küste. Heute wissen wir, dass Kolumbus nicht der erste Europäer in Amerika war. Schon ca. 500 Jahre vor ihm entdeckten der Wikinger Leif Erikson und seine Mannschaft neues Weideland vor der kanadischen Küste, das heutige Neufundland. Woher man das weiß? Bei Ausgrabungen wurden Reste von Wikingerhäusern gefunden, weit weg von der skandinavischen Heimat. Leider ist Wusel eben das Buch seines Vorfahren Christoph Wuslumbus auf den Fuß gefallen. Au!
Und somit ist die Suche nach dem geheimnisvollen Wuslantes beendet. Was? Also wenn alle Entdecker so schnell aufgeben würden wie du, dann säßen wir heute noch mit Fell in der Höhle. Ja, also wir säßen jedenfalls in der Höhle. Aber nicht mit mir und dem Multi-Entdecker 3001. Herr Wusel, ist das nicht deine Zeitmaschine von neulich? Ja, aber anstatt den Raum zu krümmen, um die Zeit zu überwinden, krümmt sie jetzt die Zeit, um den Raum zu überwinden. Klar. Kann man den Multi-Entdecker auch mit kaputten Fuß benutzen? Wieso? Ist dein Fuß kaputt? Nein, aber deiner. Ach so. Warte mal. Ich soll da rein? Vergiss es. Du hast es versprochen. Wann soll das denn gewesen sein? Na, als du den Himbeerjoghurt von mir genommen hast. Dafür hast du was bei mir gut, hast du gesagt. Naja, ein Schokopudding oder so. Schokopudding, gute Idee. Oder du probierst den Multi-Entdecker 3001 aus. Für die Wissenschaft. Auf keinen Fall. Ach, mein Fuß tut übrigens immer noch sehr weh. Ist ja gut, Wusel. Was soll ich tun? Moment. Wuslumbus schreibt, suche die Wasser des Südens, wo eine blaue Nuss hängt hoch in den Bäumen. Das muss die Südsee sein. Das klingt nach Urlaub, Sonne und Strand. Also gut, Wusel, wie funktioniert denn das Ding? Einfach nur reingehen. Okay. Halt! Was denn? Falls es in der Südsee zufällig Schokopudding gibt, bringst du mir einen mit? Wann geht's denn los? Jetzt! In 200 Metern links abbiegen, dann haben sie ihr Ziel erreicht. Navis im Auto oder entsprechende Handy-Apps führen uns heute ganz selbstverständlich zum richtigen Ort. Das funktioniert, weil diese Geräte auf supergenaue Landkarten zurückgreifen können. Bis diese Landkarten zu dem wurden, was sie heute sind, dauerte es Jahrhunderte. Die Welt musste erst entdeckt, vermessen und gezeichnet werden. Der Beruf dazu heißt Kartograf. Einer der berühmtesten war der Entdecker James Cook, der vor über 200 Jahren in England lebte. Seine See- und Landkarten waren so genau, dass sie noch über 100 Jahre nach seinem Tod verwendet wurden. Er war einer der ersten, der Australien genau erkundete und entdeckte, dass Neuseeland aus zwei Inseln besteht. Bereits in jungen Jahren genoss er eine umfangreiche Ausbildung und erlernte das Navigieren nach Sternbildern. Beides ist nötig, um auf hoher See den richtigen Weg zu finden und ein Schiff zu führen. Schiffsreisen dauerten damals Wochen oder Monate lang. Die Matrosen ernährten sich meist nur von Zwieback, Fisch und gesalzenem Fleisch. Die einseitige Ernährung führte zu einer gefürchteten Krankheit namens Skorbut. Heute weiß man, dass Skorbut durch Vitamin-C-Mangel ausgelöst wird. Das steckt vor allem in frischem Obst und Gemüse, das die Matrosen auf hoher See nicht bekamen, weil es so schlecht haltbar gemacht werden kann. Die Kranken waren erschöpft, bekamen Fieber und konnten sogar sterben. Captain Cook sorgte dafür, dass seine Besatzung Sauerkraut, Zitronen und ähnliche Lebensmittel mit viel Vitamin C bekam. So bekämpfte er Skorbut auf seinem Schiff und rettete vielen Matrosen das Leben. Mein Fuß ist verletzt. Und deshalb sucht Beni jetzt in der Südsee nach der blauen Kokosnuss. Wusel. Überall Krabben. Und Moskitos. Diese Hitze und dieser schreckliche Durst. Das war die fürchterlichste Reise meines Lebens. Aber du hast sie gefunden. Toll. Ja. Und wie soll uns diese blaue Kokosnuss jetzt den Weg nach Wuslantes zeigen? Na, das finden wir gleich heraus. So. Und zack. Oh, wow. Achtung. Und? Hast du jetzt den nächsten Hinweis? Der steht hier im Buch. Der Weg nach Wuslantes führt durch Wälder des warmen Regens zu dem großen Fluss, in dem die Aale zittern. Sag mal, wenn das alles in dem Buch steht, warum musste ich denn dann die Kokosnuss holen?
Na, weil es so lecker schmeckt. Hm? Wuslumbus empfiehlt blaue Kokosnussmilch vor jeder Entdeckungsreise. Hm? Wusel. Schmeckt ein bisschen nach Radieschen im Abgang. Ach, überleg doch mal. Wälder des warmen Regens. Das hört sich nach tropischem Regenwald an. Und durch den fließt in Südamerika einer der längsten und größten Flüsse der Welt. Der Amazonas. Genau. Aber da müssen wir jetzt nicht auch noch hin, oder? Nein, wir nicht, aber du? Nein. Oh, mein Fuß tut ja wirklich noch sehr weh. Oh, muss das wirklich sein? Ja klar, für die Wissenschaft. Bin schon unterwegs. Venedig, eine Stadt, die im Wasser steht. Hier gibt es keine Autostraßen, sondern nur Kanäle. Ende des 13. Jahrhunderts war Venedig ein Handelszentrum. Auf Schiffen gelangten Waren aus der ganzen Welt in die Stadt. Auch der Entdecker Marco Polo lebte hier. Seine Familie handelte mit Juwelen und Seidenstoffen und brachte sie aus dem fernen Osten nach Europa. 1271 brach der damals 17-jährige Marco mit seinem Vater und seinem Onkel auf eine lange Reise auf. Auf Schiffen ging es über das Mittelmeer, dann weiter auf dem Rücken von Pferden und Kamelen. Bedroht von Sandstürmen, Krankheiten und Raubüberfällen reisten sie jahrelang, 8000 Kilometer weit. Sie durchquerten unter anderem das heutige Israel, Persien und die Wüste Gobi im damaligen Mongolenreich und gelangten in die Stadt Chengdu. Hier lernte Marco Kublai Khan kennen. Er war der Herrscher des riesigen Reichs. Marco blieb 20 Jahre im Gefolge des Khans und bereiste mit ihm ganz China. Später schrieb er ein Buch über seine Reise. Doch war Marco Polo wirklich in China? Heute sind sich die Forscher nicht sicher. Sein Buch von den Wundern dieser Welt könnte er auch zu Hause in Venedig geschrieben haben, nach den Erzählungen anderer Reisender. Das Buch berichtet von unbekannten Gebräuchen aus dem fernen China. Geld aus Papier, fremde Speisen wie Nudeln und Feuerwerksraketen. Ob Marco Polo nun ein Schwindler war oder nicht, das Buch ist sein großes Vermächtnis. Wir sind kurz davor, Wuslantis zu finden. Ich musste leider hierbleiben wegen meinem Fuß. Aber Beni ist in Südamerika. Hm? Oh. Wusel! Beni! Wusel! Beni! Ich musste einen Fluss voller Piranhas durchqueren. Was? Ohne Schuh? Sehr vernünftig. Der ist leider an einer riesigen Schlange hängen geblieben. Hä? Oh. Oh nein, hoffentlich ist hier nichts passiert. Wusel, Alter, das ist Hey. Hör auf! Ach, was ist denn mit dir los? Ach, warte mal, Wusel. Das meinte Wuslumbus also mit Fluss, in dem die Aale zittern. Zitterale können Stromschläge verteilen. So machen sie Jagd auf ihre Beute. Aber Zitterale gibt's nur in Südamerika. Hm. Und was hat das mit Wuslantis zu tun? Vielleicht steht das ja hier in deinem Buch. Hm? Oh. Ah ja, hier. Besuche das Dach der Welt, um das Rätsel der zitternden Aale zu lösen. Das Dach der Welt. Das Himalaya-Gebirge nennt man das Dach der Welt. Ach, da müssen wir sofort hin. Oh nein. Also du. Oh nein. Oh ja. Und pass diesmal auf deine Schuhe auf. Und hier, zieh das an. Könnte frisch werden. Würdest du dich trauen, durch den Dschungel zu streifen? Vorbei an gefährlichen Giftschlangen und Jaguaren, ohne zu wissen, wohin dich die Reise führt? Für den berühmten deutschen Forscher Alexander von Humboldt war genau das sein Lebenstraum. Humboldt wollte mehr über die Zusammenhänge der Natur herausfinden. Zum Beispiel, warum manche Pflanzen und Tiere nur an bestimmten Orten auf unserer Welt leben. Dafür reiste er vor über 200 Jahren mit dem französischen Naturforscher und Arzt Aimé Bonpland durch Südamerika.
5 Jahre lang erforschte Humboldt die unberührte Natur des Dschungels. Er bestieg dafür den Vulkan Chimborazo in Ecuador und kletterte bis auf über 5000 Meter Höhe. Und er fuhr 75 Tage lang in einem ausgehöhlten Baumstamm die Flüsse des südamerikanischen Urwalds entlang. Um alles ganz genau zu vermessen, trug er viele Instrumente bei sich. Und nicht nur das. Er beschrieb und zeichnete alles, was er sah, und brachte viele Fundstücke mit nach Hause. Er bestimmte, sammelte und beobachtete Tiere und Pflanzen. Dabei entdeckte er 6300 Arten, die bis dahin in Europa noch völlig unbekannt waren. Später nannte man ihn auch den zweiten Kolumbus, weil er Amerika wissenschaftlich entdeckt hatte. Der Humboldt-Pinguin, die Humboldt-Lilie, der Humboldt-Strom, eine Meeresströmung und vieles mehr tragen heute den Namen des berühmten Entdeckers. Bini ist im Himalaya. Dort muss ein Hinweis auf Wuslandes versteckt sein, das mein Vorfahr Christoph Wuslumbus entdeckt hat. Na, und? Wusel, ich wurde von einer Biene verschüttet. Was? Und dann hat mich ein ganz seltsames Wesen gerettet und in ein Kloster gebracht. Hä? Sag mal, du bist ja völlig durchgefroren. Ja. Willst du einen warmen Tee? Oh ja, bitte sehr. Ja, hol ich dir. Moment. Ja, ich hab mir nämlich vorhin eine Kanne gemacht. Hier zieht's immer so ein bisschen. Guck mal hier. Bitteschön. Wusel? Kannst du mal bitte für mich tanzen? Hä? Warum das denn? Na gut. Du kannst tanzen? Ja, also das hat vorhin wirklich sehr wehgetan mit dem Buch auf dem Fuß. Und ich dachte, weil ich doch vom Multientdecker 3001 immer ganz schlimmen Schluck aufbekomme, naja, dann. Ich hab das alles durchgemacht, weil du keinen Schluck aufbekommen wolltest? Schlimmen Schluck auf. Sehr schlimmen Schluck auf. Wusel, guck mal. Das hier hat mir einer der Mönche im Kloster gegeben, als ich den Namen Wuslumbus erwähnt habe. Oh, das ist altwuselig. Das muss der entscheidende Hinweis sein. Na, ach, das ist der entscheidende Hinweis? Dann behalte ich den lieber, sonst kriegst du wieder Schluck auf. Ja, was? Gib her, das sind doch meine Vorfahren. Nix da, Wusel. Ja, was ist das los? Nein. Oh nein. Mittlerweile gibt es auf der Weltkarte kaum noch einen weißen Fleck, also ein unerforschtes Gebiet. Moderne Technik macht es möglich, unseren Planeten sogar über Satelliten aus dem Weltall zu sehen und zu vermessen. Auch noch so entfernte Länder sind heute viel leichter erreichbar als für unsere Vorfahren. Nach New York zum Beispiel dauert es nur ein paar Stunden mit dem Flugzeug. Noch vor 100 Jahren mussten die Menschen wochenlang mit einem Schiff übers Meer fahren. Trotzdem steckt unser Planet noch voller Geheimnisse, die entdeckt werden können. Einige liegen weit unter der Oberfläche der Meere verborgen. Viele Stellen sind so tief, dass nur die wenigsten U-Boote dorthin gelangen können. Die allertiefste Stelle im Meer befindet sich etwa 11 Kilometer unter der Oberfläche. Der Wasserdruck ist dort so hoch, als würden sich unzählige Elefanten nicht nur auf das U-Boot legen, sondern auch von allen Seiten dagegen drücken. Der Mensch hat bisher nur sehr wenig von der immer dunklen Tiefsee erkundet. Dabei gibt es dort noch so viele unbekannte Tiere und Pflanzen zu entdecken. Viele große Rätsel unserer Zeit liegen jedoch fernab der Erde. Die Entdeckung und Erforschung des Weltalls weckt die Neugier der Menschen. Gibt es andere Planeten, auf denen wir leben können? Oder Außerirdische? Die Zeit der großen Entdeckungen ist jedenfalls noch lange nicht vorbei. Unsere Suche nach Wuslantes ist leider hier beendet, denn die Rolle mit den Hinweisen ist in das Zitteraal-Aquarium gefallen. Da sind die Umrisse von Wuslantes. Guck doch, die Stromschläge der Zitterale haben das Geheimnis enthüllt. Wow. Wir haben es gefunden. Du bist ein kluger Wusel. Du hast Wuslantes entdeckt. Aber das soll nie wieder gefunden werden.
Das heißt Wuslumbus. Ich weiß. Wo kommt der denn jetzt her? Ich weiß es nicht. Doch du, mein Freund, darfst mit mir kommen. Ich zeige dir Wuslantis. Was? Echt? Toll! Allerdings, wenn du mitkommst, kannst du nie mehr zurück. Echt? Ich meine, aber Beni, kann der auch mitkommen? Nein, wir müssen los. Wusel? Wusel? Ich bleibe hier. Ach. Ich kann dich doch nicht alleine lassen. Oder willst du mitkommen, Beni? Ich? Klar, gerne. Was? War nur ein Spaß. Nein, vielen Dank. Tschüss. Gute Reise. Tschüss. Na, wie fandet ihr das? Wollt ihr noch mehr sehen? Kein Problem. Aber bevor ihr euch noch ein Video aussucht, singen wir was zusammen. Heute ist nämlich ein ganz besonderer Tag. Meine Großtante Clotilde hat 599. Geburtstag. Zum Geburtstag Dynamit, zum Geburtstag Dynamit, zum Geburtstag dir Clotilde, zum Geburtstag Dynamit. Hoch soll sie fliegen, hoch soll sie fliegen, 300 Meter hoch. So, und weil ihr so schön gesungen habt, könnt ihr euch jetzt eins meiner Lieblingsvideos aussuchen. Und du da hinten, ich habe genau gesehen, dass du über Clotildes Namen gelacht hast. Das merke ich mir. Clotilde, das ist wirklich